Okay, die Aufnahme war jetzt ein bisschen sehr schnell vorbei, warum auch immer, keine Ahnung. So, was ich eine Aufnahme, also bei der Nicht-Aufnahme gesagt habe, obwohl ich gedacht, das ist die Aufnahme. Wir sind Level 6, was mich irgendwie sehr wundert, denn wir haben jetzt irgendwie gar keine Erfahrungspunkte oder so einen Scheiß gesammelt, aber vielleicht ging das auch wegen der Herausforderungen, kann auch sein. Und was ich vorher gemeint habe mit Tankstellen durchfahren, war nicht Need for Speed, das war Burnout Paradise, habe ich gerade genau nachgeschaut. Okay, dort anscheinend ist alles repariert geworden. Gut. Das passt. So, mein Wagen. So, jetzt aber gucken wir mal. Jetzt schon Ich wieder. mache dieses Angebot nicht jedem, aber ich habe ein paar nette Motoren auf Lager. Sieh sie dir mal an. Vielleicht gefällt dir ja einer. Wenn der Preis stimmt und wenn die PS stimmt, dann immer gerne. Braucht dein Wagen mehr Power unter der Haube? Wechsle den Motor. Wähle aus einer Vielzahl von Motoren, um deinen Wagen auf die höchste Leistungsstufe zu bringen. Das mag ich. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. So, Kurbelwelle. Holy smokes! Kurbelwelle ist ein. Oha! Oha, oha, oha. Kostet zwar relativ viel, aber okay. Bei jeder. Ja, jetzt kommen die Preise und jetzt kommen die richtig geilen Teile, Alter. Holy shit. Holy shit. So, Drifting. Was hat er mit Motor gemeint? Wie wird hier Motor? Wo? Motor. Motor? Ist alles Motor. Nee. Antrieb. Also, das ist Motor. Ja, logisch. Eingebaut. Das kann ich eh noch nicht. Das kann ich auch noch nicht. Das ist sowieso scheiße, weil dann eher ohne Ende wird hier PS runtergebraten. Sicher nicht. Auspuff ist gut. 10.000 aber für die Scheiße. Boah, Leute. Aber Beschleunigung ist dafür besser. Die Kühlung habe ich eh. Die Kühlung ist natürlich noch besser. Scheiße, was soll ich jetzt machen? Also, das soll, wir bekommen jetzt. Ich fahre jetzt wieder rennen, dass wir Kohle bekommen. Also, eigentlich ist es ja egal, dass ich jetzt solche Kohle verbrate. Leistung und Beschleunigung, beides wird. Komm, hau her. Hau her. 16.000 habe ich noch. Könnte ich den auch noch? 152 hätte ich dann. Ist schon relativ. 152. Kühlung. Kurbelwelle. 157. Oida. Komm, scheiß drauf. Bam. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt geschnappt werden würde mit 3000, nehmt die mir dann alles ab, weil ich habe ja so gut wie gar nichts mehr. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber egal. Wird jetzt eh nicht passieren, denn wir fahren jetzt eh nochmal am Tag. So, herausforderungsmäßig habe ich jetzt da, ja passt. Ciao. Tschaußen. Ich würde aber wirklich gerne lieber in der Nacht fahren, weil in der Nacht ist halt wirklich, wie gesagt, die Grafik geil und sonst was. Aber wir brauchen noch Kohle. Also wir brauchen beides, aber wir brauchen jetzt zuerst mal Kohle wieder, weil ich habe jetzt da sehr viel ausgebraten, nein, was auch immer, egal. Und ja, da müssen wir natürlich wieder reinholen. So. Lass mal gucken. Zwei Tage, ja, im Windschatten anderer Racer, ja, Rase knapp beim 6. Teilnehmer vorbei. Ja. Okay. Autohändler. Neue Wagen findest du beim Outlander, wo du sie auch sofort kaufen kannst, sofern du Geld hast. Der Autohändler ist von deiner Garage aus gesehen direkt auf der anderen Seite des Palm City. Von meiner Garage. Ja, das Zeichen, das kenne ich schon. Keine Sorge, das kenne ich schon. Ist okay. Aber bis jetzt habe ich nur irgendwie ein Autohändler gehabt, oder? Einen einzigen. So, da. Oh ja, jetzt kommen sie. Ja. Halleluja. Jetzt wird es aber hier kriminell. Holy shit. 157. Erst aber ich jetzt mehr Motor, weil ich jetzt mehr PS habe. Deswegen bekomme ich jetzt da auch mehr Rennen schon. Aha. Okay, wie sieht es dann aus mit der Nacht? Der Nacht habe ich noch immer nur zwei. Drei. Okay. Gut. Dann aber trotzdem auf zu dem Spaß. Ich würde jetzt da theoretisch gerne wieder. Also als erstes. Als erstes falsch drücken. Nee. Als erstes 5 Sekunden lang im Windschatten eines anderen Racers tuckern. Mit der Angst, dass ich halt wieder das Rennen dann verlieren würde, weil ich die irgendwie, weiß ich nicht warum, nicht einholen kann. Und oh mein Gott, man merkt schon, dass der Ofen jetzt ein bisschen schneller geht. Holy shit. Oida. Oida. Holy. Ja, aber ich riskiere es mal bei dem Rennen jetzt, falls ich irgendwie das doch nicht gewinne. Aber ich werde jetzt einfach mal 5 Sekunden. Ja, 5 Sekunden im Windschatten herum. Gucken, tuckern. Was für 200, Alter. 200 will der haben. Puh. Das ist ein bisschen schon was. Also so weit bin ich noch nicht. Beruhig dich, Junge.
Ja, da werden auch geile Autos noch kommen, aber ich freue mich schon. Was ich irgendwie, ich habe mal kurz ein Let's Play auch geschaut von einem anderen YouTuber. Und also nicht so vom Anfang, sondern irgendwie schon, wo er so ein bisschen weiter war. Anscheinend kann man auch das Kennzeichen auch verändern und so weiter und so fort. Also kann man anscheinend auch relativ viel machen mit den Autos. Da bin ich auch mal gespannt. Aber das kommt natürlich erst. Wir sind ja auch noch irgendwie in der Anfangsphase, oder? Also irgendwie. Come on! Schade! Schade, 10 km/h haben noch gefehlt. Egal. So. Plakatwand? Ja, Plakatwand, mein Gott. Okay. Let's go. Let's fucking do this shit. Mhm. Platz 1 war ja klar. Aber das kriege ich auf die Reihe irgendwie. Aber zuerst scheiß Windschatten. Wenn es noch mir gehen würde, würde ich schon vorn sein, aber ist nicht. So. Hab ich schon? Passt. Tschüss. Tschüss. Hab schon geschafft. Nikita, komm her. Komm her. Jetzt brauche ich den Windschatten doch. Holy shit, aber nicht so viel! Oida! Genau, was ich mich auf jeden Fall mal kaufen muss, ist der Nitro. Das muss ich auf jeden Fall mal kaufen, dass ich mehr Nitro habe oder weniger Aufladezeit, irgendwas scheiße. Auf jeden Fall. Weil mein Nitro, was ich jetzt habe, ist irgendwie noch ein Witz. Wie schnell der runtergeht, Alter. Nikita, ich sehe dich, ich hab dich so. Ich hab dich. Tschüss. See you. Wenn du jetzt mal Windschatten nimmst, ich schwör's dir. Dann ist auch Rundkurs, ach du Scheiße. Wieso muss das jetzt pissen und hier Schlamm sein? Das nervt. Dammit. Aber schön, dass der Regen. Also, ich finde den Regen richtig geil mit der Grafik. Ich finde ihn richtig geil. Kein Plan, was mir so geht, aber pff, nice. So, also die Grafik im Großen und Ganzen bei dem Spiel kann man eigentlich. Wow, echt nur sagen, top. Ist ja auch das neueste Infospeed, oder? Ich glaube, es gibt kein neuestes. Ne, ich glaube nicht. Also, man merkt schon, nicht schlecht. Für die aus der. Holy shit, PS4 noch auszuhauen ist nicht schlecht. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich vielleicht zur Tankstelle fahre, aber dann ist mir aufgefallen. Na, nee, die Tankstelle ist ja nicht mal hier im Radius von der Strecke. Holy shit. Alter, ich verpeile immer die scheiß Kurve. Das heißt immer, die zweite Mal, aber okay. Aber nee, läuft. Wenn ich jetzt so irgendwie theoretisch weiterfahre. Wird das ein easy Sieg? Wenn ich irgendwo einen brachialen Fehler mache. So wie jetzt. Nicht. Aber die sind auch richtig schön auf den Fersen. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber ist nicht so schlimm. Warte, ich drücke mit dem fünften Gang herum und komme nicht höher als auf 180. Willst du mich verarschen? Oder 85? Ich schätze mal, dass unter dem Kilometer stand, wird mein Gang sein. Hm. Aber naja, für 100, was weiß ich, wie viel PS ich jetzt habe. 152, glaube ich. Ist das schon okay. Ist das mein Gang? Ja, es ist mein Gang. Okay, dritter, vierter, ja doch. Ich würde so gerne auf First Person mal spielen. Aber das ist ja leider nicht vorhanden. Ich kann nur auf der Hauptmotorhaube sein. Toll. Oh, Alter, wo sind die? Ja, voll abgehängt gerade, Alter. Tja, die letzte Runde, wenn ich jetzt wirklich keinen großen Fehler mache, dann habe ich es easy going gewonnen. Alter, und sage ich schon und schon kurve ich wo auch immer hin. So. Nee, ist jetzt besser, ist es. Ja, ist es besser. Oh, Turbo reingeballert. Hallo? Ja, ja, doch, doch, doch. Ja, kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Sehr gut. Es läuft. Was hat für eine Mucke, Alter, im Hintergrund? Oh, jeder. Ich weiß nicht mal, ob ihr die ein bisschen hört. Weiß ich auch nicht. Also, ich höre sie ein ganz bisschen. Also, ich glaube schon, dass ihr sie etwas hört. Aber, auf jeden Fall denke ich mir nur, what the fuck. So, waren es 500 Meter?
Und da habe ich es eh gleich geschafft. 92% haben wir. Da irgendwann mal das Ziel. Circa. Jawohl. Jetzt kann ich auch mal schnell im Gas fahren, weil who cares? Die sind ja echt irgendwo. Ich sehe sie nicht mal mehr. Oh, ey, da läuft. Aber man muss nochmal dazu sagen, ich spiele auf normal, okay? Ich spiele nicht auf leicht. By the way. Ah, schön. Okay, lange Aufmerksamkeit nicht verfügbar. Ja, ist mir schon klar, warum. Ja, das eine. Doch, seht ihr, ich bekomme doch ein bisschen Erfahrungspunkt, bekomme ich. Zwar nicht viel, als wenn ich in der Nacht fahre, aber ein bisschen bekomme ich. Gut, dann. Da oben ist jetzt eh gerade nichts. Ja, passt. Ich würde dann sagen, dann machen wir einfach die restlichen. Ich muss jetzt Kohle farmen, bis zum Geld nicht mehr. Hier ist irgendwo ein Graffiti, da nehmen wir natürlich auch sofort mehr, weil das ist ja easy going. Zack, danke. Also die Graffitis einzusammeln ist einfacher, weil sie sowieso auf der Karte auch angezeigt werden, als diese Plakatdinger zum Wegholzen. Also ich schätze mal, ich muss wirklich durch das Plakat springen, das weiß ich nicht. Aber puh. Entweder ist mein Wagen noch nicht gut genug, also nicht genug Power noch, dass ich die Schanze hochkomme und so weit hochkomme. Oder sonst irgendwas. Schanze hochkommt, dass ich nicht so weit hochkomme. Alter. Deutsch ist auf jeden Fall da. So. Das regnet sich eigentlich die ganze Zeit, also finde ich nice, aber warum so viel? Bist du deppert? So, wo ist hier der Spaß? Das sieht man jetzt noch nicht. Holy shit! Holy shit, gehe ich ab, Alter. Fünfter Gang 210. Oh mein Gott! Brems! Alter, Bremsen sind aber auf jeden Fall da. Holy. So, was muss ich eigentlich machen? Also, okay. Okay. Dann mal du. Ups. Das war zu knapp, weil das war ein Scheiß und das auch und. Oh. Ja, komm, das schaffe ich jetzt aber easy. Ups. Und ups. Oh, immer nicht. Junge. Aber einer fehlt noch. Komm schon, dann du. Willst du mich verarschen? Alter, ich mache jetzt die scheiß Herausforderung fertig, das ist mir jetzt egal. Vorbei, was meinen die mit vorbei? Ja, so vorbei halt. Ups. Jetzt, Dankeschön. Vorbei zählt die auch als Ding, schätze ich, oder? Wenn ich die überhole, nicht wenn ich sie gegenüber kommen, sondern so halt auch, oder? Lol, jetzt bin ich. Okay, jetzt mache ich halt das Event, weil da bin ich jetzt eher näher. Was soll's? Ein Rundkurs. Also das Ding, das andere Ding heißt Langstrecken. Irgendwas, glaube ich, oder? Wenn mich alles täuscht. Ich glaube ja. Okidoki, Artischoki. Und sagen wir mal, was ihr drauf habt. Eigentlich muss ich sehen, wenn man das gewinnt, dann habe ich die Tagesherausforderung wieder geschafft. Easy. Also bis jetzt sind die Herausforderungen noch easy, aber ich habe keine Ahnung, ob die noch schwieriger werden oder. Pff. Genau, ein Ding noch gewinnen. Ey, Caro, kannst du mal ein bisschen Abflug machen, weil diese Nikita wird wahrscheinlich jetzt schon wieder auf den Nerv gehen. Was macht ihr hier? Sandwich oder was? Weg, dankeschön. So, tschüss. See you. Wir sehen uns zum Ende der Runde, wo ich als erstes dann dort bin. By the way. Ach du Scheiße, was ist das für eine Kurve jetzt? Ja, komm auf die. Gut. Aha. Alle abreißen erstmal. Schön. I guess. Junge, ich will Turbo.
Oi da. Komm Junge, gib Kit. Alter, diese Scheiß. Nee, Nikita gar nicht. Jetzt ist wieder dieser Ikaro-Typ ist jetzt wieder da. Und Sparky natürlich, der muss natürlich immer da sein, ne? Ist ja klar. So, jetzt haben wir da gerade wieder. Und jetzt auf geht er. Turbo. Oje da. Ist nicht dein Ernst. Okay, die Kurve habe ich anscheinend sehr gut genommen. Aha. Heilige Scheiße, komm schon. Hier sind wir echt auf dem Fersen. Also vorher war das irgendwie einfacher. Also wo die irgendwie schon irgendwo waren. Aber hier, okay, hier ist auch wirklich viel Grad. Und wenn da mal eine Kurve ist, eine richtig bescheuerte Kurve. Jawohl. Das ist ja keine gute Idee, hier jetzt dann den Turbo zu reinholzen, aber doch, ging sogar. Alter, ich kann es sein, dass ich irgendwie nie unter 100 km/h bin? Kommt das irgendwie so vor? I don't know. So, last round. Come on. Oh, jeder. Jawohl, sehr gut. Ja doch, jetzt habe ich ihn. Alter, fast 400 Meter bin ich vor dem Dude. Vor dem Juden Ikaro. Das ist schön. Jetzt war ich unter 100 km/h. Okay. Läuft doch, würde ich sagen. Sehr gut, ein Traum. So, noch zwei Kurven. Und dann haben wir das auch wieder geschafft. 500 Meter, jawohl, ja. Und. Upsala, und ciao. See you, ich bin raus. Bam. Dankeschön. ...15.000, damit kann ich leben. Wie viel habe ich jetzt insgesamt? Zurück zur Garage? Ja, weiß ich. Belohnung gedünst, aber nicht jetzt. Ist hier nicht irgendwo eine Garage? Versteck. Also muss ich da hinfahren, dass das freigeschaltet wird, oder wie sehe ich das? Anscheinend schon. Ja, doch. Hier auch? Okay. Ja, egal. Machen wir zuerst mal das Ding. Und dann gucken wir mal zum Versteck. Weil von dem Wetter her, wie das hier aussieht, von den Wolken her, kann man ja eigentlich schon sagen, dass es bald mal Nacht wird. Oder wird es eigentlich Nacht, ohne dass ich hier was sage, dass es Nacht wird? Oder wird es doch irgendwann Nacht, wenn ich so lange spiele vom Tag, dass es dann doch irgendwie automatisch einfach Nacht wird? Ist das auch so, oder kommt das nur von mir ab, wie wann es Nacht ist und wann Tag? Das würde ich auch noch gerne wissen. Weil es sieht danach aus, als würde es bald mal Nacht werden. Aber I don't know. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie viel Kohle. Auf jeden Fall eine zweistellige Zahl. Okay, ja. Als ob ich unter 10.000 Türen Rennen mache. So weit kommt's doch. Okay. Rundkursrennen Vesco. Aha. Er macht alle Fotos von meinem Wagen. Ist zwar ein bisschen dreckig, aber ist egal. Der Wagen gewinnt. Also setzt alle auf meinen Wagen. By the way. So. Einmal Sparky, Tschüssikowski. Also Anfangsstart habe ich immer richtig geil. Also Antrieb hat mein Wagen richtig, einen richtig guten. Das hat man jetzt auf jeden Fall gesehen. So, da. Okay. Hier ist eine fucking Rakete einfach mal. Wir fahren an einer fucking Rakete vorbei, er läuft.
Ich würde die gerne genauer anschauen, aber ist jetzt eher schlecht. Wo ist denn hier was? Ah, hier. Boah, Jungs. Aha. Was soll das, sind wir hier auf dem Raketenstartplatz? Anscheinend schon. Sieht so aus. Und go. Boah, da war das für eine lange, lange, gerade Strecke. Holy shit. Wenn ich hier mehr Turbo hätte oder länger eine Turbo hätte, boah. Da wäre ich komplett weg. Hi, die Geschosse. Oida. Oida. Ja, ich kann echt nicht einschätzen, ob ich die Kurven irgendwie gut nehme oder scheiße nehme, aber ich glaube, ich nehme sie ganz okay. So, hier jetzt, warte mal. Hier? Ist das Tor jetzt schon wieder aufgebaut gewesen? Euer Ernst? Der Tor ist eigentlich wirklich schon wieder. Jeder bricht da durch, aber das Tor ist halt wirklich da. Es steht halt wieder. Beide. Geil. Muss keiner verstehen. Oh, Sparky nervt mich schon wieder. Ist auch geil. Ich nehme nur den Turbo für die gerade lange Strecke. Sonst gar nichts. Sonst einfach nur sparen und warten. Zu geil. Okay, das war jetzt nice. Last round. Komm schon. Easy. Puh. So. Wie war meine Berechnung dann? Also ein Rennen haben wir noch. Also zuerst fahren wir mal zu der Garage, zu der was anscheinend noch gesperrt ist, aber die was dann, ich glaube, eh freigeschaltet wird. Da kommen wir dann hin. Also wirklich schon wieder zu, es ist unglaublich. Wer baut das Ding auf? Das bringt ja gar nichts. Egal. Ja, zur Garage und dann noch ein Rennen machen, glaube ich, am Tag. Und dann können wir wieder Nacht machen. Und dann sollten wir eigentlich eh schon... Also Kohle haben wir dann auf jeden Fall wieder genug. Und Erfahrungspunkte sollten wir dann auch wieder genug haben. Also das wäre die Level 7. Aber viel fehlt uns eh nicht mehr bei Level 7. Also wirklich nicht mehr viel. So. Das war's. Ich habe gesagt, wettet auf mich. Also instant, einfach instant, alle überholt beim Anfang schon und einfach die ganze Zeit vorn gewesen. Zu heftig. 13.000, ja passt. Das heißt, ich hätte jetzt um die 40.000, schätze ich. I guess, I have no idea. 50.000, noch besser, easy. Perfekt. So, hier ist ein Spray, perfekt, danke. Es läuft, es macht Spaß. Traum. So. Dann, warte mal, ist jetzt hier hinten noch ein Event? Am Arsch der Welt ist ja wirklich noch zwei Events. Oh mein Gott. Okay, weil dort werde ich dann aber dann schneller drin machen. Also dann zurück zur Stadt, sozusagen. Ja. Also ihr werdet bald sehen, was ich meine, wie schnell reise und wie, was, warum, woher. Ja. So, und dann... Ich glaube, wenn ich mal wirklich hier zurück zur Garage bin, also nicht hier nur so das neue Ding finde, also hier das neue Ding freistellen, die neue Garage, sondern wirklich wieder, na ja, komm, so, zum Hauptquartier theoretisch wieder zurückgehe, bin ich mal gespannt, wie viele neue Sachen ich kaufen kann und was weiß ich was, weil Kohle habe ich jetzt wieder viel, wenn ich mich nicht stappen lasse. Was ich sehr hoffe. Und ich... Nee, jetzt schon schau. Nee. Ich schaue es noch nicht. Ich mache einfach nur mal das Freischalt, dass ich eine schnellere Sehen machen kann. Aber ne, mehr nicht. Letzter Plan. So, aber mit dem Wagen bin ich jetzt auf jeden Fall viel zufriedener. Obwohl ich beim Anfang den einen Blödsinn gemacht habe, dass ich etwas Falsches gekauft habe, oder nicht gekauft, aber einfach ausgerüstet habe. Was halt meine PS ein bisschen runtergestraubt hat, aber trotzdem. So, Garage aufgesucht. Ist jetzt da freigeschalten. Keine Ahnung, alles klar, perfekt. Super, okay. Dann gucken wir jetzt gleich hier hin, dass wir hier auch den ganzen Scheiß haben. Und ja. Also wie gesagt,
obwohl ich das Ding gemacht habe, gefällt mir der Wagen jetzt doch besser. Weil ich habe bei dem jetzt da logischerweise am meisten PS. Aber dass man das irgendwie trotzdem nicht irgendwie entfernen kann oder so, das ist ein bisschen komisch. Also so irgendein Teil so das entfernen, aber dafür halt dann ein besseres Teil reinschrauben. I don't know warum. Aber vielleicht kommt das noch, keine Ahnung. Aber wie gesagt, man kann ja auch irgendwie noch, weiß ich nicht, die Farbe, das Kennzeichen halt ändern und vielleicht kann man das dann später noch machen. Ich weiß es nicht. So, hier bin ich hier alles jetzt, ja. Parkhammer, also der Tagesherausforderung, das ist mir eigentlich egal. Racing trifft dich vor deinem Rennen mit Ding, ja, Kampagne, das weiß ich eh. Okay. Nacht-Herausforderung kann ich mir jetzt nicht anschauen. 200 bist du deppert. 200 irgendwas habe ich drauf. Nach dem kann ich jetzt nicht anschauen, weil ich noch keine freigeschalten habe. Also nicht. Nein, nicht freigeschalten. Angenommen habe ich sie noch nicht. Aber das. Kann ich eh in dem Versteck eigentlich. Ich mache es in dem Versteck, dass ich hier die Nachtding-Scheiße mache. Wo kurve ich hin? Komplett falsch. Dankeschön. Da muss ich rein. So, ich schätze mal, dass beim Versteck auch irgendwie mein Wagen repariert auch wieder wird. Also nicht nur bei der Tankstelle, bei der Werkstatt, sondern auch im Unterschlupf. Ich hoffe es. Aber gut. Aber so oder so ist es positiv, dass ich jetzt hier in Kurve, weil ich dann der Schnellreise wieder hinmachen kann, wenn hier drüben dann auch wieder ohne Ende Rennen sind. Ist so oder so gut. Plakatwand, ja, schön. Ich pfeife noch derweil auf die Plakatwände. Eine Tankstelle, sehr gut. Ah, by the way, eben. By the way. Denn ich bin ja ein bisschen angeschlagen. Ich gucke jetzt einmal hier durch. Tatsache! Tatsache! Alles klar, es wird repariert und es wird geputzt. Ja, es ist theoretisch wie bei Burnout Paradise. Ja, alles klar. Gut zu wissen. Nice. Gefällt mir. Okay. So, wie weit ist es noch? Man wird hier irgendwie so irgendwie in der Ferne angezeigt, wie weit es noch ist, aber hier gerade nicht. Aber okay. Wenn der Kopf jetzt mich irgendwie anhält, weil ich eben mit 200 km/h durch die Stadt fahre, bin ich wahnsinnig. Holy shit, da bin ich. Da bin ich irgendwo. Hier, wo ein Kopf ist, hä? Da irgendwo. Wahrscheinlich, wenn mich irgendwie ein Kopf sieht, oder wenn ich in der Nähe von dem Kopf bin und ich irgendwie ein Auto oder so ramme, ist wahrscheinlich auch wieder Hölle los, wie ich die Cops kenne. Oder einschätze. So. Ja, hier kann ich alles machen wie in der Garage. Ja, hier kann ich alles machen wie in der Garage. Ja, ist noch ganz. Siehst du? Gut, die Race-Herausforderungen. Erledigt. Ja. Da kann ich eh nicht mehr machen. Ist einfach abgeschlossen. Ich habe meine Sachen bekommen. Passt. Und für die bekomme ich anscheinend auch sehr viele Erfahrungspunkte. Gut zu wissen. Schalte zwei Cops aus. Gar kein Bock eigentlich auf Cops ausschalten, aber okay. So. Kann ich jetzt irgendwie. Ich kann ja eigentlich schon was machen, oder? Ja, siehst du, Auspuff. Habe ich. Nitro. Stufe 11. Fuck you. Kühlung. Mhm. Das ist eingebaut. Das habe ich nicht. Lol. Das macht mich sogar weniger gut. Aha. Das ist auch geil. Okay. Das auch. Das ist auch scheiße. Gut, dann werde ich auf jeden Fall den Auspuff. Ja. Und das. 173 PS. Ui, das Schwede. Ui, das Schwede. Okay. Motor, so was ist hier? Kann ich hier was machen? Irgendwas Gutes? Ne. Weiß nicht, warum ich das kaufen soll, aber das bringt mir egal nichts. Ich schaue nur auf die Werte, was mir irgendwas bringen könnte. Ist hier eingebaut? Das habe ich auch. Wie irgendwie irgendwas? Ne. Antrieb kann ich gar nichts noch machen. Auch nix. Gar nichts. Und die Hilfsitem, ja, okay, aber die Hilfsitem kann ich auch nichts machen. Weil ich noch nicht das nötige Layer habe. Okay. Nicht verfügbar. Wahrscheinlich wird das wird wahrscheinlich sein, was ich meinte, mit der Farbe ändern und Kennzeichen und der ganze Scheiß. Das wird das sein. Kann nur das sein.
Was hast du denn nochmal? Wir haben keine nächste Speed-Version.